Grüß euch Leute und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Adventure Map Blue Sky. Es hat einen bestimmten Grund, warum wir jetzt hier wieder im Hauptraum starten. Und zwar wurde mir gesagt, wie das hier jetzt funktionierend aufgeht. Und zwar muss man einfach hier auf den Knopf drücken. Und schon geht hier alles weg. Und hinter einem schließt sich wieder alles. Genau, das habe ich rausgefunden. So, und jetzt werden wir mal schauen, ob wir hier auch die letzte Challenge halbwegs vernünftig hinkriegen. Ich bezweifle es zwar noch, aber... Oh Gott. Alter, da kommt mir schon so mit solchen Sprüngen. Du bist echt ein mieser kleiner Arsch. Okay. Nein, verdammt! Ich hasse es. Am liebsten würde ich das jetzt einfach nur überspringen. Na gut, vielleicht. Das hier überspringe ich vielleicht wirklich. Ja. Weil es nervt. Because it nerves me so much. Ja, genau. Ja, genau. Ja, okay. Ob das so besonders viel besser ist, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber... Das gibt's doch nicht. Irgendwas mache ich falsch bei solchen Sprüngen. Also entweder bin ich einfach nur extrem kacke, was das betrifft, also so ein richtiger kleiner Homo, was solche Ecksprünge betrifft, oder es geht einfach nicht, dass ich die gescheit hinbringe. Das ist so deppert. Halala. Nein, ich war fast drauf. Ihr habt's auch gesehen, oder? Ja. Das bilde ich mir nicht ein. Moment. Das ist nur eine kleine Hilfestellung. Vielleicht schaffe ich es jetzt ein bisschen besser. Wahrscheinlich nicht, aber das ist dann wirklich meine eigene Unfähigkeit. Diese Pyramide ist nicht mein Vater. Ich hasse es. Okay, vielleicht ist auch mein Vater. Na. Nein! Also echt, ganz ehrlich, kann ich mich jetzt dann nicht an der Leiter festhalten oder... What the fuck? Ich verstehe es einfach nicht, ganz ehrlich. Letzten Leitern mehr werde ich nicht benutzen. Um Gottes Willen. Moment. Warum ist dein Schalter? Achso, um wieder zurückzukommen aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Warum sollte man da wieder zurückkommen? Ach Gott. Yes! Nein! Da wird dann wahrscheinlich irgendwo Wasser rauskommen. Stell ich mal vor. Okay, das war Fail. Fail Number One. Oder Number 200. Yes! Alter, wie ich da immer so dagegen springe. Das gibt es nicht. Ich bin zu schlecht. Ja, okay, zumindest das klappt schon halbwegs. Okay, jetzt probiere ich es wirklich mit Sprintsprung. Also, oder Doppelsprung, je nachdem, wie man es nennt. Nein, jetzt bin ich drüber gesprungen. Ich kann es einfach nicht fassen. Meine Noobigkeit, die bringt mich nochmal ins Grab und ich sollte auch nicht wegdrücken von dem scheiß Stein, an dem ich mich an dem diese befickte Leiter festgemacht ist. Ihr kleinen, miesen Huren-Map-Ersteller. Ganz ehrlich, ihr seid so beschissene Wichser. Wenn ich euch auf der Straße begegne, hau ich euch eine runter.
Nein! 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 No, nope, 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 nope. Ich hab gesagt, nicht mehr cheaten, aber die Map ist ein einziger Cheat der Map-Ersteller. So rechtfertige ich mein Verhalten. Also das Cheaten. Nicht mein Verhalten an sich hier im Let's Play. Dafür gibt's keine Rechtfertigung, aber so, von hier aus. Ja, warum nicht gleich so? Nö, oder? Sekunde. Ist da eine Leiter? Tatsache. Tatsache. Und das ist... Moment, hier ist ein... Schalter. Moment. Habe ich gerade irgendwas bekommen? Keine Ahnung. Ich bekomme gleich einen Ausschlag. Wenn... Moment. Oh, das ist sehr gut. Jetzt ist hier ein Checkpoint. Ach Gott, wie habe ich es vermisst? Checkpoints, die was taugen. Und nicht erst nach den 100 schwersten Sprüngen aller Zeiten angebracht sind. Ja, so. So. Es reicht mir. Diese Map geht mir so am Arsch. Vielleicht, nein, die Map nicht. Die Map nicht, das muss ich sagen. Aber... diese Challenge, die geht mir so am kleinen Lümmel. So, hier Checkpoint aus. Sehr gut. Jetzt geht's von hier aus weiter. Ja, sicher, schon wieder. Nein. Nein. Nein, nein. Solche Sprünge. Oh, der, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt so geschafft habe oder nicht. Moment, ich glaube, von hier aus ist er leichter. Das regt mich so sehr auf. Ganz ehrlich, ich bin so knapp davor, einfach in meinen Monitor reinzuschmettern mit meiner Faust und dann in... keine Ahnung, die Monitoreingeweide herauszureißen. Das ist so ein Scheiß. So. Hier ist mein Checkpoint. Fickt euch. Fickt euch, ihr miesen, hurigen Map-Ersteller. Fickt euch einfach nur. Ich bin selbst dafür zu noobig. Also ganz ehrlich, ich nennt mich ruhig den größten Noob aller Zeiten. Nennt mich, was immer ihr wollt. Aber ganz ehrlich, es geht mir so am Arsch. Nein! Nein! Von nun an gibt es storybasierte Adventure-Maps, die nicht schwer sind und die vor allen Dingen nichts mit solcher Art Jump'n'Run zu tun haben. Behind these are ladder. Oh ne, das ist das, was ich gesehen habe. Ganz ehrlich, nein.
Wo wird's dahin? Also keine Ahnung, das ist glaube ich nur ein anderer Weg. Aber das finde ich schon wieder geil, dass es verschiedene Wege gibt. Das ist schon wieder ein Pluspunkt, ein klarer. Ja. Und jetzt? Ja, okay. Nein. So. Und Schluss, das geht mir am kleinen miesen Arsch. Also nicht auf meinen. Und der Cave-Sound dazu. Ganz ehrlich, da bekomme ich einen Hals. Der ist so dick, der wird nicht ins Bild passen. Ich bin sprachlos. Also ich weiß, als Let's Player sollte man, wenn, dann eines nicht sein und das ist sprachlos, aber diese Map macht mich einfach nur so fertig mit den Nerven, ganz ehrlich. Ich glaube, die werde ich irgendwann abbrechen, wenn sie weiter. Fickt euch. Hart anal, so richtig. Fisting anal von irgend so einem Wrestler. Das war meine eigene Nobigkeit, das gebe ich zu. Aber der Rest ist einfach. Die standen unter Drogen, die Map-Erbauer, als sie das hier gebaut haben. Da wette ich. Ist der machbar? Job. Oder? Ja, drei. Das ist ein schwerer Sprung, aber nicht unmöglich. Und ganz ehrlich, das hier auf Anhieb schaffen? Nein. Sorry. Sorry. Aber ich kann das einfach nicht, was die von mir verlangen. Warum bin ich jetzt langsamer geworden? Kann mir das auch jemand verfickt nochmal sagen? Verfickte Hurenscheiße! Ach Gott. Ja, endlich! Ja, und jetzt! Genau! Genau! Ja! Fickt euch. So. Ja, genau. Nicht mehr. Okay, fickt euch. Fickt euch hart. Ein Wassereimer und der ist selten zu kriegen. Water ist, ja, Wasser ist. Ja, wir müssen es weise benutzen und hier pressen wir for freedom. Gehen zurück, ich mag nicht explodieren. Warum bin ich nur so schlecht? Okay, hier. Water is rare in the desert. Okay. Ach Gott. Moment, hier stand Back. Da stand doch Back. Ich will auch Back. Kann ich jetzt aber nicht mehr, oder? Weil man da nicht rechnet, dass man da runterfällt. Ja, gut. Wenn man mit irgendwas nicht rechnet. Selbst schuld. Den Button. Am Arsch. Ja, ich erinnere mich auch an das wieder. Es nimmt eh alles auf, Gott sei Dank. Und hier, shit. Obstruct the water flow. Find a way to get it open. If you have a bottle of water, put it in the hole. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dafür haben wir die Pyramide gemacht. Für diesen einen verschissenen, verfickten Wassereimer. Hier muss ich Luft holen.
Gut, das habt ihr mitgedacht. Gut, und jetzt werde ich auch mit der Schimpferei aufhören, aber Alter, diese Pyramide. Oh Gott, die wird mir ewig, die brennt sich in mein Minecraft Adventure Map Gedächtnis. Nein, da sollte ich nicht rein. Okay, da ist eine Hütte oder irgend sowas. Oh, ich ahne Schreckliches. Ups. Okay, gut, hier. Okay. Moment, der Sprung ist nicht machbar. Sekunde, habe ich da gerade etwas übersehen? Der ist nicht machbar. Dahin! Am Arsch. Nicht im Ernst. Was habt ihr euch für Sprünge überlegt? Ich meine, die sind nicht schön. Ich meine, epische Sprünge, geile Sprünge, alles machbar, aber doch nicht so eine Grütze. So ein... Moment, da würde ich gar nicht hinkommen. Moment, oder es gibt einen... Moment. Oder es gibt einen anderen Eingang für dieses Ding, was hier ist. Gold, ja. Ganz toll, was soll ich mit Gold? Gold kommt... Hilft mir da auch nicht, da komme ich auch nicht hin. Das sind nämlich zwei Felder. Und vielleicht ist auf der anderen Seite ein Eingang. Ja, das schaut auch nämlich sehr Jump'n'Run-mäßig aus. Okay, da ist nix. Ups. Okay, hier ist auch nix. Ja, wollt ihr mich verarschen? Nein. Ihr könnt's mich mal, da werde ich garantiert nicht hinspringen, weil ich weiß, dass ich den Sprung auch bei 100 Versuchen nicht schaffen werde. Ich komme hier nicht einmal im Creative Mode hier gescheit hoch. So. So, danke schön. Nicht. Es sein. Okay. Haben wir jetzt hier einen Checkpoint oder sowas gemacht? Keine Ahnung. Ist mir nicht wert, das auszuprobieren. Okay, von hier. Okay, da geht's weiter. Was ist denn da? Haben wir den jetzt gerade aufgemacht? Super. Hat nichts bewirkt oder zumindest nichts Sinnvolles. Vielleicht irgendwann einmal. Hä? Achso. Nein. Ich meine, in der Höhe und dann nicht einmal Checkpoints einzubauen. Moment, oder? Nee. Moment, ich probiere nochmal den Hebel zu drücken. Ah, okay. Ja, das war ein bisschen anders gedacht, nehme ich mal an. So war das in etwa gedacht. Muss ich doch mal eure Map noch ein bisschen fixen. Das hat's jetzt... Ah, nee, ich habe nicht wixen, sondern fixen gesagt. Nein! Moment, bin ich hier eventuell richtig? Das schaut... Nein, da komme ich nicht hin. Wurscht. Geronimo! Gerade noch so. Gerade noch so, Geronimo. Hopp. Ja, hier, nimm den Pisten. Nimm den Pisten. Nimm den Pisten. Ich möchte ihn nicht. Weg mit den Pisten. Weg mit den Pistons. Ja. Nein! Schon wieder. Okay. Bisschen unfair ist schon. Muss ich zugeben. Also, darf ich zugeben. Kann ich zugeben. Wurscht.
ficken. Nein, ist es mir nicht wert. Tut mir leid. Tut mir leid, wenn ich jetzt auch manchmal die Sprünge ercheate. Also, ich müsste da oben hin. Aber ich möchte euch hier auch was zeigen. Wie oft noch. Ihr müsst mich deswegen nicht flamen. Ich möchte euch schließlich etwas zeigen. Moment. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Der Sprung geht über 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke und einer nach unten. Das heißt, der dürfte theoretisch nicht einmal allzu schwer sein. Moment. Noch ein Try. Moment. Ich kann da nicht springen. Warum kann ich da nicht springen? Ein Fehler? Nee. Das schaut gut aus sogar. Okay, also entweder ist der Sprung einfach nur monstermäßig schwer oder ist nicht einmal möglich. Oder ich muss tatsächlich irgendwie dahin, aber von da komme ich dann halt nicht weiter. Und wenn ich da bin, tja, dann habe ich einen Arsch offen. Ich könnte theoretisch hier rein. Nur was bringt mir das? Ich muss da irgendwie hoch. Dafür muss ich hier hin. Und hier sagt er mir mit dem Schild, ich muss dahin. Oder? Oder dahin. Wird er wahrscheinlich aufs selbe rauskommen. Ja, Checkpoint activated. Okay. Das heißt, ich muss da, da. Alter, der Sprung wird schon wieder grausam, sag ich. Ich muss auf da, auf diesen Zaun drauf. Okay. Weil ich mag jetzt nicht nochmal. Alter! Warum habe ich das so dermaßen Damage bekommen? Los, heil dich! Heilung! Heilung ist alles! Okay, aber. Ich würde sagen, bevor wir das machen, wird die nächste Folge anbrechen. Oder beziehungsweise wird diese zu Ende gehen, weil ja, diese Folge war ein bisschen sehr mogeln und so. Aber ganz ehrlich, es hat mich einfach nur mehr abgefuckt. Ganz ehrlich. Ich sag bis zum nächsten Mal und dann noch in einer neuen Aufnahme. Ich habe nämlich die letzten 3 Parts, ja, also seit. Den Anfang der Pyramide habe ich letztes Mal aufgenommen, aber die ganze Pyramide eigentlich habe ich jetzt in dieser Session aufgenommen. Und ganz ehrlich, nein, nicht mehr. So lang spiele ich diese Map nicht mehr. Okay, ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.